9. Das waren alles noch die Cosworth-Variante, wo eigentlich im Prinzip der 3 liegt. Und der Unfall von Pirro, wir haben es vorhin schon erwähnt. Horrorunfall. Es ist nichts passiert, das müssen wir gleich dazu sagen. Denn das, was Sie jetzt sehen, das ist wirklich haarsträubend. Der kann nicht, der ist geschockt. Schauen Sie seine Augen an. Der ist im Moment nur geschockt, er winkt. Kann da nicht aussteigen, hat die Gurte schon gelöst, um den Druck mal runterzubringen von der Brust. Hat sich auch die Beine angeschlagen, natürlich haut es einem darum. Die Styroporklötze, die haben ja auch die Aufhängung, die Flügel, alles weggeschlagen. Natürlich hat er das als Verzögerung, dann hat sich das auf ihn übertragen, aber er ist okay, obwohl er jetzt kollapst. Und das ist natürlich ganz schlechte Bergung. Aber die haben auch damit gerechnet, dass er eigentlich ja okay wäre. Er hat mir dann hinterher erzählt, ich war geschockt, ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe diese Klötze auf mich zukommen sehen und gedacht, die sind aus Beton. Und das ist jetzt das Ende. Und dieser Schock sehen wir jetzt. Es ist also alles in Ordnung mit ihm. Und schauen Sie, was passiert jetzt. Da kommt auf den Randstein beim Anbremsen und schlägt durch die diese leichten Styropor-Dinge, die jeder von uns einfach so wegheben kann, die schlagen die Aufhängung weg. Da sieht man einfach, was für eine Wucht da ist, wenn man da mit über 200 reinknallt. Jetzt öffnet man ihm da den Anzug, nimmt endlich den Helm ab. Jetzt sind auch Ärzte da vor Ort. Wie gesagt, es war nur ein Schock, weil er einfach sich so erschreckt hat und dass die Wirkung dann, im ersten Moment merkt er, ich lebe noch, und dann ist er so durcheinander, dass er kurzzeitig kollapst.